Ich bin ja auch nur ein, ich bin ja auch nur ein Noob. Von daher kann ich nur ein bisschen Theorie äußern. Und das Blutrabbel wieder. Hast du mit den beiden abgeklärt, wie sie das haben wollen? Keine Ahnung, Noramon redet nicht. Keine Ahnung, dann huste ich halt. Ja. Okay. Ja, du kannst ja nochmal fragen bei Chat. Nee, Arno-Maps gibt es nicht im Turnier. Bewusst nicht, weil Arno leider nicht in der Regel nicht gebalanced ist. Und ich weiß, ich werde nicht, dass ich nie wieder ein Fettnäpfchen trete. Prinzipiell, die Balance Prio liegt natürlich eigentlich nicht so auf Arnor. Ich weiß, da wird jetzt ein paar bei Edan Team Member sagen, doch, aber die blöden Balance-Tester, die testen ja nix. Jedenfalls ist es nicht ausführlich getestet worden, ob es wirklich spielbar ist. Also von daher, ja. Von daher wird es im Turnier nicht gespielt. Früher in Turnieren ist es so gewesen, dass auf Arno-Maps Arno einfach deaktiviert wurde. Was auch eine Möglichkeit darstellt. Also prinzipiell an meinem Stream eigentlich nicht. Ich hab mein Internetbandbreite ist groß genug. Aber wir probieren es jetzt einfach mal, ne? Ich hatte das Gefühl, dass ich mit Noramon letztens auch nicht so die beste Verbindung hatte. Aber da kann man leider nicht immer jemanden. sonst ziehe ich mich zurück, wie das läuft. Ja, gut. Dann starten wir mal. Ja, dann let's go. Wir sind auf Vorlanden der Emin-Mühl. Ganz genau. Ah, schöne Lager-Map. Auch eine recht breite Map quasi. Sehr gut zu spielen. Ja, Blutrabe, du bist ja der Imla-Main, ne? Zwar vielleicht aktuell nicht, aber du hast dich ja wieder ein bisschen mit Imla auseinandergesetzt, ne? Ja. Spielt sich mittlerweile Imla für dich anders. Ich weiß gar nicht, ob das erste Imla ist, was ich sehe im Turnier. Ich bin mir gar nicht sicher, oder? Ja. Ich hab's nicht so oft gesehen. Den Spaß, den ich mir immer gemacht habe mit Lindon, kannst du jetzt nicht mehr machen. Das ist ja nicht so effektiv, die Map mit Lindon-Türmen voll zu spammen, beziehungsweise Lindon-Hüter zu rushen. Mhm. Auch nicht so effektiv, vor allem nicht gegen Waldläufer von Gondor. Und wir sehen hier, dass der gute Legolas mit Wohnhäusern startet. Eine Taktik, die man ja seit dem letzten Turnier eigentlich nicht mehr gesehen hat, weil besonders seitdem die Waldläufer nicht mehr dadurch verbilligt werden, sondern durch ihre Waldläuferlager. Vielleicht sehen wir so Mordor-Cosplay wieder. Mal gucken. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Also Wohnhaus. Mal gucken. 10 Waldläufer als Eliteeinheiten? Ja und nein. Waldläufer zählt als Eliteeinheiten, ja. Aber nicht hier drunter. Weil Waldläufer ja jetzt durch die Waldläuferlager verbilligt werden. Also ist ein kleiner Schnittpunkt, ein bisschen unglücklich, deswegen sind Wohnhäuser. Man könnte eine Wohnhaus-Kombi plus Waldläuferlager machen, hast du natürlich die Turmwachen auch billiger und die heroischen Einheiten, die Wächter der Weste. Aber ja. Ja, Imlatris wird sich jetzt dann auch schon den Troll nehmen. Das kann man relativ einfach machen mit Imlatris. Die Schwertkämpfer natürlich dann am effektiveren creepen, als wenn man damit jetzt irgendwelche Orks creepen würde, wo man relativ lange braucht und nicht ansatzweise so viele Ressourcen bekommt wie durch den Troll, der ja am meisten Ressourcen gibt. Und von anderen Völkern eher mit Speeren gecreept werden muss, beziehungsweise wenn man ihn mit dem Speerheld rauspult und dann hinterherläuft. Ja. Immer das auch schon mit dem zweiten Bataillon auf dem Feld. Wird sich, glaube ich, wahrscheinlich gleich das dritte holen. Ich weiß noch nicht genau, wo Legolas hier mit seinem Gondor-Bataillon hier runtergehen will. Mit einem einzelnen. Das, was jetzt hier einfach so rumsteht. Sag ich mal. Fügt jetzt auch den Wag mit Speeren. Ja. Mehr Schwerter. Und es kommt doch auch Waldläufer. Vielleicht will er auf so eine Elite-Kombo gehen. Das kann natürlich sein, ne? Ist gut möglich. Waldläufer sehr effektiv und ja. Wo du es angesprochen hattest, was will man mit Imlatris hier bauen? Also ich würde behaupten, dass man Reiter bauen möchte. Vor allem, wenn man sieht, okay, es werden höchstwahrscheinlich Waldläufer werden, dann denke ich, braucht man einfach die Reiter, um das beantworten zu können. Ja, das wohl war. Reiter haben wir dann eine gute Möglichkeit.
Was Legolas hier ein bisschen so verschlafen hat, leider, der Troll, also vor allem die Trolle sind ja sehr, sehr attraktiv, weil sie sehr, sehr viel Gold bringen zum Creepen. Da hat er das sich noch nicht geholt. Nuramon wird sich jetzt hier oben gucken, ob er den nächsten Troll bekommen kann. Der Bark-Creep geht da bei Legolas so ein bisschen schief. Oh. Ja, mit nur einem Bataillon pieken zu creepen, einen Wargcreep, kann sehr, sehr... Oh, naja, schaffen es ja nicht, oder kommt wieder ein neuer Warg raus. Das ist sehr ärgerlich. Das stimmt. Ja. Der Punkt, wie dann die Speere meistens sterben, ist, dass der Warg dann daneben steht und einfach nur seine normale Angriffsattacke benutzt und nicht durch sie durchläuft und deswegen auch nicht so viel Schaden nimmt. Der gute Nuramon hat hier gerade seinen Heal verwenden müssen, weil er sein halbes Bataillon fast verloren hätte gegen den Troll hier. Jetzt wird er sich ein paar Gondor-Schwerter. Ja, die Gondor-Schwerter ein bisschen out of position so. Standen hier so ein bisschen nirgendwo gerade rum. Aber ja, Wohnhäuser, es werden weitere Wohnhäuser gebaut. Bin mal gespannt, ob da noch vielleicht wirklich ein Denethor noch dahinter kommt und diesen erhöhten Steuererlass aus dem Marktplatz. Nee, ich würde nicht denken, dass da ein Denethor kommt. Ich halte es für unwahrscheinlich. So, aber es geht auch der zweite Troll jetzt an Nuramon und das ist sehr, 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 ja, eigentlich sehr, sehr schlecht für den guten Legolas, würde ich einfach mal sagen. Also wenn du mit Imla zwei Trolle bekommst, for free, da freust du dich, oder? Da freut man sich, das stimmt. Da freut man sich. Es wurde auch noch kein Schießstand gebaut, oder? Nee. Ich denke, da können wir jetzt schon anfangen, dass man so langsam Richtung der Waldläufer kommt. Mhm. Ah, jetzt kommt der Schießstand. Bisschen spät, aber er kommt. Wobei, ein bisschen spät. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, ein ganz noch okay im Timing. Ja, ich denke, man sollte halt einfach jetzt schon damit beginnen, weil es dauert ja durchaus, man muss ihn noch upgraden, damit man die Waldläufer produzieren kann. Und es dauert halt. Und er geht für einen Dúnedain Außenposten. Was hältst du denn davon? Billige Bogenschützen kann man hier bekommen, was ganz praktisch sein kann, um quasi ein bisschen mehr Masse zu bekommen. Ja. Und die Dúnedain-Speere sind eine sehr gute Option gegen Kavallerie, wenn man das jetzt erwarten würde, was hier eher weniger der Fall sein wird, weswegen ich das einfach mal rauslassen würde. Mhm. Aber man hat halt eine zusätzliche Kaserne, in der man normalerweise die Bogenschützen produzieren möchte, weil die Imladris-Schwerter sind einfach eine sehr starke Einheit und dann braucht man jetzt nicht unbedingt Dúnedain-Schwerter. Ja. Und man hat halt billige Bogenschützen. Ja, das ist richtig. Gondor mittlerweile auch auf 1000 Gold. Auch alles jetzt vollgebaut in seiner Base. Es kommt auch direkt das Upgrade für die Waldläufer. Und es werden sehr, sehr viele Schwerter auf jeden Fall gespammt hier. Vom guten Gondor. Also da hat man schon so einen kleinen Schwerterklump. Und der Harris findet hier auch statt auf einen Balken. Was ich mir wahrscheinlich auch wünschen würde, dass er relativ schnell dazu übergeht, auch die Turmwachen zu bekommen, wenn er dann erstmal die Waldläufer ins Rollen bringt. Einfach aus dem Grund, dass die halt gegen Imladris besser tanken können als ein normaler Klump. Und sollten Reiter kommen, die ja quasi jetzt sogar auf dem Weg sind und durch die Farmen von Imladris, die ja einen Reiter-Discount geben, angekündigt waren, sollte das eine sehr gute Option sein. Und es kommen auch, die Stallung wird gerade gebaut in der Base von Imladris. Ja. Das könnte ein Knackpunkt werden, wenn natürlich noch keine Piken auf dem Feld sind. Ist das so ein ziemlicher Gamechanger. Und Nuramon, Harris hier sehr, 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 sehr aggressiv und sehr, sehr gut, ne? Ja, kann man mit Imladris sehr gut machen, weil einzelne Bataillone sehr viel Schaden an Gebäuden ausrichten können. Mhm. Ja, und im Endeffekt relativ schnell unterwegs sind. Ja. Und Legolas brennt hier quasi nur so ein bisschen hinterher mit seinem Klump. Aber das Miese ist an so Waldläufer lagern, du kannst dich hier einfach dazwischen stellen, dann kannst du nicht wirklich gut attackiert werden. Ja, das, was Nuramon hier auch gerade macht, der rennt doch weg. Die letzten zwei Schläge kannst du noch nehmen. Gott behüte mich, da ist der Denethor. Ha, ich hab's doch angekündigt. Siehst du? Aber das Ding ist, also das funktioniert halt nicht, wenn du den Steuererlass nicht hast. Ah, da fehlt noch was. Ja. Der Marktplatz fehlt, um es genau zu nehmen, mit dem Steuererlass. Ist natürlich auf einer Lagermap auch, denke ich, nicht die beste Wahl. Einfach aus dem Grund, dass man nicht genügend Bauplätze hat, um die ganzen Gebäude zu bekommen.
Es ist sehr unangenehm. Man möchte ja normalerweise eine Kaserne und einen Schießstand haben und man braucht den Marktplatz für den Steuererlass. Ja. Und man möchte dann halt auch noch die Wirtschaftsgebäude bauen und dann läppert es sich schon so ein bisschen. Ich hätte die Idee ganz interessant gefunden, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gar nicht so viele normale Gründereinheiten bauen, ich möchte Turmwachen bauen. Mhm. Das hätte ich sehr interessant gefunden. Hm. Mal sehen. Das erste Reiterbataillon kommt jetzt auch raus. Und der arme Gildor ist da unten, ja, der wurde schon chased von den Schwertern einen halben Tag lang. Oh, aber Nuramon hier weiter am Drücker hat auch direkt hier sich den Turm geholt am Dunedain verposten. Das heißt, der ist erstmal nicht so leicht einzureißen und geht auch für die Bogenschützen, wie du es angekündigt hattest. Ja, ich denke, das ist die beste Option gegen Gondor. Und was der Vorteil davon ist, normalerweise hat man ja nicht so eine große Masse an Soldaten, hat nicht so viele, aber dafür halt sehr gut. Aber mit Dunedain kann man halt noch ein bisschen im Billig-Department, billig, aber gut aufstocken. Ja. Und jetzt kommt auch noch ein Lindern-Turm. Und was man zudem sagen kann, der kommt links unten oberhalb vom Vorposten. Was man dazu sagen kann, ist, der hält nicht viel aus. Also, das ist richtig, wenn die Gondor-Soldaten das da sehen, ist er weg. Ja, die könnten den relativ schnell einreißen. Und ich denke, die beste Einheit, die er hier rekrutieren kann, ist Kirdan. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass Waldläufer im Matchup gegen Lindernhüter besser dran sind. Ja. Weil sie Ableger sind und B, guten Schaden gegen Elite-Einheiten machen. Und hier dann halt hat eine sehr gute Führerschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. 25-25. Und man kann auch Furchtresistenz, was ja, theoretisch ein Boromir konnten würde. Oh. Ja. Und wenn man Kirdans Führerschaft aktiviert, kriegt man 50-50 für eine kurze Zeit. Ja, das ist schon, das ist für Himmelinheiten sehr, sehr stark. Aber hier die Reiter, die können sich natürlich jetzt hier sehr, sehr gut durchfräsen. Und wenn sie sich nochmal in Anlauf. Oh, schöne Schwerfeuer von Gondor. Ja. Aber ich glaube, das wird die Schwerter nicht retten, ne? Nee, das wird sie nicht retten. Und den Pippin wahrscheinlich auch nicht. Aber den Pippin muss man, hätte sich wahrscheinlich unsichtbar machen können, eventuell gerade, aber. Ja, jetzt wird der Versuch, irgendwie mit dem Weg zu rennen. Kommt übrigens auch eine Bibliothek. Alter, das Faramir! Ah, jetzt hast du gesehen! Ha. Und oben links vom Dunedain-Posten gibt es auch noch einen Kampf. Ja. Wo Gondor gewinnen sollte. Ja, wenn die Waldläufer. Aber wobei, da kommen die Hobbits. Ja, da sind vor allem auch die Waldläufer schnell weg. Innentor muss auch aufpassen. Wobei, er zieht sich auch zurück. Aber ich denke, ihr hättet aggressiver gehen können, Nuramon. Wie den natürlich die ganzen Steine abbekommt. ja, die Bibliothek. Auf jeden Fall, was ich auch noch empfehlen würde für Imladris, wäre, dass man sich das Highlight-Zelt im Dunedain-Vorposten holt. Das ist, denke ich, die beste Brunnenoption, nenne ich es jetzt mal, die er hat. Oben. Ja. Die Imladris-Reiter rennen da ein bisschen in die Gondor-Base rein, um sich die Waldläufer zu snacken. Ja, kann er machen, aber wird auch erst so nicht gepunished für. Jetzt haben wir zwar diesen von Denethor, diesen Einzugsbefehl. Oder diesen Notschatzaufruf heißt er, glaube ich, ne? Und Denethor ist leider hier gerade von uns gegangen. Mm. Ja. Aber es sind keine Speere rausgekommen. Wenn das Bataillon Schwerter, was da rausgekommen ist, Speere gewesen wären, dann wäre das jetzt sehr schlecht ausgegangen. Und was auch sehr gefährlich ist, der Faramir und der Pippin, die laufen da links von der Gondor Base alleine rum. Wenn die Reiter das sehen, dann können sie wahrscheinlich einfach den Faramir töten. Ja, das kann sehr gut sein. Wobei hat Faramir nicht. Ne, Faramir kann erst ab Stufe 6 selber reiten. Bogenschützen sind bereit. Ja, und schön. Ja, und Nuramon hier ziemlich weit am Drücker. Nächstes Bataillon hier am Start. Hier werden auch die Schmiedekunststudien erforscht. Das heißt, eventuell sehen wir auch gleich Upgrades. Jetzt kommen aber erstmal du und dein Ram. Das ist noch die zweite Option an Einheiten, die man gerne aus diesem Vorposten holen möchte. Ja. Es ist eine billige, einfache Belagerungswaffe. Und ich denke, wenn man bedenkt, wie viel die Katapulte von Imladris kosten, sind sie wahrscheinlich die bessere Option. Vor allem jetzt auf so einer Lager-Map hier. Einfach mal hier die Seitenwände einrahmen und die Base einnehmen. Ja, ich finde diese Kombination, die er hier gewählt hat, ein bisschen komisch, dass er hier für so ein Gondor-Spam gehen wollte. Aber ich glaube, das war nicht ganz durchdacht auf dieser Lager-Map hier. Ohne Marktplatz und. Ja. Ich denke, hätte er jetzt Turmwachen gehabt und so, dann sieht er schon, sehr, sehr deutlich besser aus hier. Das stimmt. Gedacht, das ist so und dieser. Ha, der Faramir-Pfeil, der. Naja, macht ein halbes Leben weg von einem Imler-Schwert. Und jetzt muss Faramir aufpassen. Muss
Das muss man beachten, diese zwei Imla-Bataillone sind Level 4. Oh, und Imlatris kommt am besten davon, wenn man Level bedenkt. Also die Level von Imlatris sind nochmal gefährlicher als von anderen Völkern. Ja. Und nein, die geben den Einheiten so viel bessere Stats. Das ist krass. Der gute Dentor ist wieder da, macht direkt seinen Notstandausruf hier. Notstandsmobilisierung. Ich würde mir auch die Türmchen schon länger wünschen. Ja, also die Festungstürmchen. Die wären sehr, sehr wichtig. Die hätten jetzt hier schon sehr viel Arbeit machen können. Uff, und dann aber er hat, Gunnar hat lustigerweise sogar einiges an Geld. Ah, aber, und da kommt das GG. GG, ja. Soweit ich weiß, kennen sich beide Spieler auch. Ja. Ich bin mal auf das Interview gespannt. Die Rampen kommen jetzt auch von hinten rein. Ja, also sieht sehr beendet aus, das Game. Ja. Ich denke, mit Türmen hätte man es vielleicht noch 10 Minuten in die Länge ziehen können, wenn die rechtzeitig da gewesen wären. Aber allein die Tatsache, dass man als Gondor schon so zurückgedrängt wurde und dass quasi auf einer Lagemap diese Taktik nicht so gut funktioniert und dass halt einfach der Marktplatz dann nicht da gewesen ist, das ist halt dann doch schon ein wenig problematisch gewesen. Ja, definitiv. Ja gut, dann hat Noramon scheinbar hier nochmal die Ehre, hier bis zuletzt diese Festung niederzureißen. Mhm. Und da kommt auch noch ein Tom. Und Tom Bombadil. Tom Bombadone. Ja. Ich glaube, das war auch das erste Spiel dieser Gruppe. Damit setzt sich Noramon an die Spitze im Endeffekt. Nebenbei erklärt, jetzt kommen jetzt irgendwelche Türme. Oh, hat Elendil auch noch gesagt, dass, also im Chat, dass die Imla-Reiter ihre militärischen Studien bräuchten, um ihre Fähigkeit freizuschalten. Dann wären sie gegen die Waldläufer effizienter. Und sie, wahrscheinlich, weil sie dann die Waldläufer one-hitten, wenn sie überreiten. Einmal das und sie verlangsamen auch deutlich weniger, also gegen so Waldläufersbremsen, dann rennst du da wahrscheinlich wirklich sehr, sehr groß durch und bist deutlich schneller. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass Imla-Reiter, wenn sie sehr früh gefokust werden und langsam sind, eventuell sterben, bevor sie ankommen, gegen sehr viel Waldläufer. Und ja. Ich denke, es ist auch schwierig darauf zu reagieren, wenn diese Imla-Reiter so schnell da angespeedet kommen, relativ wenig verlangsamt werden. Das ist richtig. So, dann will ich die beiden mal hochmoven. Sehr, sehr gerne. Wenn mein Spiel mal weitergehen würde. Das fändest du toll? Ja, mein Spiel hängt, aber ist ja nicht so schlimm. Ich mag es, wenn es hängt. Hallöchen. Hallo. Hallo, ihr beiden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Noramon. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Oder ist Noramon noch gemutet? Nee, ist er nicht. Noramon, hallo? Noramon möchte nicht mit uns reden. Das wollte schon die ganze Zeit nicht. gut, während Noramon vielleicht sein Mikro hinbekommt, reden wir mit Legolas. Ja. Legolas, interessante Taktik. Ja, ich habe sie noch nicht gespielt gehabt. Ich dachte, komm, probierst es mal aus. Sonst war ich eigentlich am Anfang, denke ich mal, Waldläufe wären jetzt mal nicht so verkehrt gewesen gegen die Imlatris-Einheiten. Ja, das ist eine gute Idee. Schildpuffer. Ja, dann oben habe ich einfach zwei Bataillone an den Wagen verloren. Sogar Piken. Das tut weh. Ja, also, das weiß ich auch nicht, warum, wie ich das geschafft habe, aber man sieht, man kann es schaffen. Ja. Also ich kann es ja kurz erklären, wenn die Waage dann einfach daneben stehen, dann machen sie quasi nur normale Autotags und laufen nicht durch die Sperre durch und dann töten sie einfach die Sperre, während die auf das Gebäude einhauen. Ja, also prinzipiell nur mit einem Sperrbataillon so Vagweb zu nehmen, kann sehr riskant sein. Meistens hast du entweder noch einen Sperrheld oder ein Bataillon Schwerter, sei es dabei. Dann kriegst du es auf jeden Fall sicher. Was natürlich auch bitter war, natürlich, du hast beide Trolle abgegeben, was sehr, sehr viel Gold ist für den Imla. Ja. Mhm. Und das hat das weh. Und dann die Taktik mit diesem Notstandsausruf, ne? Von Denethor, das war ja früher im Turnier, naja, ich sag mal so, nicht, vielleicht nicht der Meta-Weg, aber es wurde sehr viel gespielt im Turnier. Die Taktik wurde ja leider ein bisschen genervt, ne? Hört ihr mich jetzt? Ja, hi, wir hören dich jetzt. Oh Gott. Hey, Entschuldigung, ich habe vorhin die ganze Zeit geredet, das erklärt auch, warum ich keine Antwort gekriegt habe. Irgendwie, was mein Discord? Entschuldige. Kein Thema. Kein Problem.
Ja, Norman, also herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du bist damit Gruppenerster, vorerst. Dankeschön. Ja, ich finde, hast du gut runtergespielt. Du hast quasi das gemacht, was wir im Stream gesagt haben, was du machen solltest. Das fand ich sehr, sehr schön. So ungefähr. So ungefähr, ne? Ja, Imlerreiter, dann du und dein Verposten, die Rammen, dass die bald kommen und so. Das hast du, finde ich, sehr gut runtergespielt, sehr gut gefinisht. Beide Trolle bekommen. Ja, fand ich gut von dir. Nur so ein Herzlichen Tipp von Dank. Den Elendil im Chat geschrieben hatte, ist, dass wenn jetzt wirklich das Game relativ eng gewesen wäre und dann Waldläufer da gewesen wären, dann hättest du die militärischen Studien gebraucht, damit du die Fähigkeit von den Imlatris-Reitern freischaltest. Das hätte dann gehießen, dass du die Waldläufer mit deinen Reitern one-shotten kannst, wenn du durchreitest. Ja. Gut zu wissen. Dankeschön. Bitteschön. Bitte. Ich glaube, ich hätte aber, wäre das Spiel ins Late-Game gegangen und dann hätte Nuramon die Wissenden geholt, dann hätte ich eh verloren. Weil die ist dann ja einfach eine ganze Armee und da kannst du dann auch wenig gegen machen. Wenn du natürlich immer das ins Late-Game kommen lässt und wenn du schon behind fällst, so früh als Gondor gerade, ist das natürlich sehr, sehr schmerzhaft, klar. Ja. Prinzipiell, wie gesagt, deine Taktik mit den Wohnhäusern, normalerweise brauchst du dafür ja auch einen Marktplatz, ne? Den wollte ich eigentlich noch bauen, aber dann bin ich schon, glaube ich, zu sehr ins Strudel geraten und leicht aus dem Konzept gekommen. Ich denke, vor allem auf Lagermaps ist diese Taktik ein bisschen schwieriger umzusetzen einfach, weil du einfach eine kleinere Base hast. Du theoretisch, was willst du bauen? Dann willst du noch einen Marktplatz haben, einen Bogenschießstand, eine Kaserne und dann nochmal drei Wohnhäuser, nur in Anführungsstrichen. Und bis sich das rentiert, wirklich das Geld dafür auszugeben, bei der, ja, sag ich mal, wenigen Verbilligungen, die du dadurch bekommst, das sind ja nur drei Häuser. Ja. Ja, ist das natürlich nicht so angenehm, ne? Ja, ich hätte mir vielleicht auch nochmal den Map-Pool anschauen sollen. Vorher. Ah, du kanntest die Map so gar nicht groß, oder? Nee, gar nicht. Ah, nee. Das ist natürlich schmerzhaft, ja. Ja, ich spiele eigentlich meistens Eisenberge oder Furten des Isen. Mhm. Aber na gut, ich habe ja dann noch zwei Spiele und... Das ist richtig, da kannst du dir nochmal zeigen, was du drauf hast. Richtig. Was ich gehört habe, du bist doch der Legolas, du warst doch ganz früher mal Beta-Tester, oder? Stimmt das? Ja, genau, richtig, richtig. Ganz, das war ganz früher. Zwischen 2008 bis 2010. Huiuiui, da ein ganz alter Hase hier. Ein ganz alter Hase. Ich hatte Schlacht um Mittelerde 2 direkt mir geholt. Damals, als es in den Laden kam, direkt nachmittags nach der Schule. Mhm. Und ja, extrem viel gezockt. Ja. Ja, und dann ging es halt irgendwie ein bisschen so in Vergessenheit. Dann halt hier vor kurzem mal wieder die Herr der Ringe-Filme angeguckt. Und dann hab mir gedacht, komm, jetzt holst du dir nochmal das Spiel und jetzt fängst du nochmal an zu spielen. Und ja, es macht dir auch Spaß. Also, ja, das ist doch schön. Das ist doch sehr cool. Ja, freut mich, dass du jetzt wieder den Spaß an Elan gefunden hast. Und ich hoffe, du bleibst am Ball. Dass man dich hier nochmal ein paar Mal sieht, vielleicht auf dem Discord oder so. Sehr cool. Und Nuramon, ne? Gewinn deine nächsten Spiele, dann bleibst du Gruppenerster. Ne, aber nicht vergessen, ihr habt nur noch diese eine Woche Zeit. Na, in der Woche müsst ihr eure Spiele jetzt noch machen. Das war ja das erste Spiel der Gruppe. Ne? Bis Samstag, richtig? Bis Freitag. Bis Freitag um 23.59 Uhr halt theoretisch, glaube ich. Okay, alles klar. Ja. Bis dahin sollte alles gespielt sein. Ja, wunderbar, dann würde ich mich von euch verabschieden. Habt ihr noch letzte Worte? Ja. Ich würde mich gerne fürs Spiel bedanken, es hat Spaß gemacht und alle, die jetzt zugeguckt haben, Wissende wird es von meiner Seite nie geben. Also ich werde, bis da was gemacht wird, werde ich keine Wissenden spammen. Ich spiele Imla ohne Wissende. Jeder, der das spielen will, kann das machen, aber für dich, Lego, da wären auch keine Wissenden gekommen im Late Game. Okay, super. Gut. Okay. Dann euch noch viel Erfolg im Turnier und ja, schönen Tag noch. Ebenso, danke. Viel Spaß beim Stream noch. Tschüss. Ja, danke sehr.